Der schönste Kombi von Seat wird noch vielseitiger. Dank permanentem Allradantrieb und elektronischer Steuerung bewältigt der neue Seat Leon ST 4Drive auch schwierigste Fahrverhältnisse mit maximaler Traktion und Fahrsicherheit. Sehen Sie selbst. Der Seat Leon ist bekannt für seine Allround-Tauglichkeit in allen Bereichen wie Beruf, Freizeit, Familie und Sport. Der rund 4,5 Meter lange Kombi mit großem Gepäckraum bietet hohe Variabilität und viele funktionale Details, die den täglichen Nutzwert deutlich erhöhen. So lassen sich die Rücksitzlehnen mit nur einem Knopfdruck vom Kofferraum aus umklappen. Zum Verstauen von besonders langem Ladegut kann auch die Lehne des Beifahrersitzes umgeklappt werden. Das Fassungsvermögen beträgt bei umgeklappter Rückbank und Dachruherbeladung sogar bis zu 1470 Liter. Der Raum für Fahrer und Beifahrer ist klar und harmonisch gestaltet. Viele Ablagemöglichkeiten und geschlossene Staubfächer finden sich in den Türen sowie vor und zwischen den Vordersitzen. Auffallend ist die breite Mittelkonsole mit einem weiteren Staufach und ihrer klaren Fahrerorientierung. Das Leistungsspektrum der hochmodernen TSI und TDI-Triebwerke reicht von 86 bis 184 PS. Nun hält bei Seat aber auch der Allradantrieb Einzug. 4Drive nennen sich die künftigen 4x4 Modelle der spanischen Volkswagen-Tochter. Den Anfang macht eben der Leon ST. Als 4Drive wird er mit zwei TDI-Triebwerken mit 105 PS und mit 150 PS angeboten. Der Leon ST, Allrad, 4Drive heißt er jetzt. Der hat natürlich eine Haldex-5-Kupplung, das ist die neueste Allradtechnologie des Volkswagen-Konzerns. Vorteil darin ist, dass man eigentlich keinen Stauraum verliert. Das heißt, man hat bei einem Kombi genauso viel Platz wie vorher gut. Und das braucht man natürlich auch und raufklettern kann er überall. Aber man kauft auch Allrad deshalb, weil er das sicherste Konzept ist. Die angesprochene Haldex-Kupplung überträgt die Motorkräfte zum größten Teil auf die vorderen Räder. Falls dort die Traktion nachlassen sollte, werden die Momente innerhalb weniger Millisekunden stufenlos nach hinten umgeleitet. Das serienmäßige Start-Stopp-System und die Bremsenergieregeneration sind weitere Bausteine des Effizienzbaukastens. Der Verbrauch soll laut Seat beim 105 PS TDI 4Drive bei rund 4,5 Liter liegen. Angeboten wird der Leon ST 4Drive 105 PS TDI in den Versionen Reference und Style, die 150 PS starke 4Drive in den Versionen Style und FR. Eine komplette Grundausstattung inklusive Mediasystem, Touch, Klimaanlage, elektrischer Fensterheber und Außenspiegel besitzt jeder Leon ST 4Drive. Die Version Style bietet beispielsweise zusätzlich 16 Zoll Leichtmetallräder, das Lederlenkrad oder die Geschwindigkeitsregelanlage. Der FR wartet darüber hinaus unter anderem mit Klimaautomatik, Sportsitzen, Sportfahrwerk und 17 Zoll Leichtmetallrädern auf. Alle Funktionen für Entertainment und Kommunikation, aber auch zahlreiche Fahrzeugfunktionen werden über einen berührungsempfindlichen bis zu 5,8 Zoll großen Touchscreen im Cockpit gesteuert. Das Seat Media System ist in verschiedenen Ausbaustufen verfügbar, ebenso Navigation und das Seat Soundsystem. Der Einstiegspreis beim Seat Leon 4Drive Diesel mit 105 PS liegt bei 24.000 Euro. Der Allrad-Kombi ist bereits im Handel.